vom Klima zu wandeln, gibt Gott einen Blick in die Zukunft. Wir freuen uns total, dass wir unsere Keynote-Speakerin bekommen haben. Sie arbeitet im Forschungszentrum Jülich, hat einen Master in Bibliothekswissenschaften und einen Doktortitel in der Meteorologie. Sie ist zum fünften Mal bei Jugendhack in Köln dabei, ist das zweite Mal in Eindhoven und begrüßt alle mit mir herzlich unter einem tobenden Applaus die Frau, die vom Balkon aus eine Kirmes sieht und ihre Follower anders nennt. Claudia. Danke. Ich glaube, das war die beste Einleitung, die ich je hatte. Okay, gut. Also, hallo zusammen, Pandas. Genau, also mein Vortragstitel ist vom Klima zum Wandel mit Code einen Blick in die Zukunft werfen. Und ich fange einfach mal damit an, euch zu zeigen, worüber ich reden möchte. Und zwar ist das. Kennt ihr alle? Das ist unsere Erde. Man erkennt gut auf dem Bild, warum man es den blauen Planeten nennt. Sehr viel Wasser, sehr viel Ozean. Und man sieht so zwischendrin, also ihr seht es vielleicht nicht so gut, die Kontinente und man sieht hier oben ein bisschen Eis, also die Arktis. Und was man noch sieht, ist etwas, das zwischen Erdboden und dem Weltall ist und das sind ganz viele Wolken. Ja, hier haben wir so ein Tiefdruckgebiet für euch, die es vielleicht erkennen. Oder ein paar andere kleinere Wölkchen hier. Genau. Und diese Schicht zwischen Weltraum und Erdoberfläche nennt man Atmosphäre, das wisst ihr, denke ich mal. Und die ist sehr dünn, wirklich sehr, sehr dünn. Deswegen habe ich dir gerade einen Apfel geholt. Das ist nämlich im Verhältnis so bei so einem Apfel etwa wie die Schale. Ja, so dünn ist die Erdatmosphäre, wenn man sich das mal so im Verhältnis vorstellt. Aber sie ist sehr, sehr wichtig. Und die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, was so in der Atmosphäre passiert und wie sie funktioniert, die nennt sich Meteorologie. Ja. Ich habe einen Doktor in Meteorologie und also wann immer ich das sage, gibt es eigentlich nur drei Fragen, die mir die Leute stellen, wirklich die Top drei Fragen. Frage Nummer eins ist, was? Ganz klassisch, Frage Nummer zwei ist, wie wird das Wetter morgen? Natürlich ohne Angabe des Ortes und der Uhrzeit. Und die dritte Frage ist, gibt es den Klimawandel eigentlich wirklich? So, das sind die drei Fragen, die ich gestellt kriege und ich möchte alle drei Fragen heute zumindest mal angucken. Ja? Und ich fange mit der einfachsten an, was? So, was ist Meteorologie? Also wenn ich das sage, ich glaube, was ihr jetzt vielleicht als erstes im Kopf habt, ist wahrscheinlich das. Ja, dass ich das mache, Wetteransagen. Nein, mache ich nicht. Die Cooleren unter meinen Freunden denken, dass ich sowas mache, durch die Gegend fahren, Stürme jagen und Fotos davon machen. Mache ich auch nicht. Und ich glaube, meine Eltern dachten ganz viele Jahre, dass ich eigentlich das mache. Nein, auch nicht. Was ich wirklich mache, ist das. Ich schreibe jede Menge Code. Sehr viel Code und dieser Code kann eine ganz tolle Sache. Es ist nämlich wirklich einen Blick in die Zukunft werfen. 10 Tage, 50 Tage oder 100 Jahre. Ja, also das ist es, was ich mache und das ist ziemlich cool. Und jetzt könnt ihr euch, und ich frage es mich auch zu Recht, fragen, warum ich jetzt erst so nach 5 Jahren bei Jugendhack darüber reden darf. Hätte ich ja viel früher machen können. Und der Grund, dass ich es jetzt wenigstens darf, seid halt ihr. Das ist Fridays for Future. Also die Jugendlichen von euch oder die ihr kennt oder vielleicht seid ihr eben selber dabei, die für das Klima streiken. Ja, die streiken jeden Freitag, weil es den Klimawandel gibt und weil die Erwachsenen nichts oder zu wenig dagegen tun. Ja, Klimawandel. Was ist das? Ich glaube, wir können uns alle grob vorstellen, was es ist. Also ihr habt es alle schon gehört. Ich möchte es mal ganz kurz aus physikalischer Sicht erklären. Also da müsst ihr jetzt durch. Das wird heute wirklich sehr physikalisch. Ich hoffe, ihr steht auf Wissenschaft. So, ihr könnt euch ja vorstellen, dass ihr vielleicht zu Hause bei euch jeden Tag mal draußen im Garten die Temperatur messt. Ja, dann könnt ihr das so aufzeichnen über die Tage, wie sich das so verändert. Dann nehmt ihr das Wetter auf. Ja, ihr zeichnet auf euer Wetter. Dann könnt ihr vielleicht gucken, wenn ihr es lang genug macht, wie ist denn so die mittlere Temperatur im Monat Januar oder im Februar. Und dann könnt ihr da auch so eine Reihe aufzeichnen. Oder ihr sagt, ich mache einen Mittelwert übers Jahr. Dann habt ihr eine Temperatur für das Jahr, die bei euch im Mittel im Garten geherrscht hat. Und dann habt ihr so eine Zeitreihe über, sagen wir mal, 30 Jahre. Und da seid ihr jetzt immer einen Schritt weiter vom Wetter weg Richtung Klima gegangen.
Und wenn ihr jetzt über die 30 Jahre einfach mal so guckt, wie war denn über die letzten 30 Jahre so im Mittel die Temperatur, dann reden wir vom Klima. Ja? Das heißt nicht, dass immer so das Wetter ist. Nee, das Klima ist etwas anderes. Das Wetter, das kann mal wärmer sein das Jahr, es kann mal kälter sein, schwankt hoch und runter. Aber im Mittel war das Klima so. Jetzt hattet ihr vielleicht kluge Eltern, die haben das die letzten 30 Jahre davor schon gemacht. Dann könnt ihr auch da mal gucken, wie es da mit der Temperatur war. Ihr seht, auch da schwankt das, aber im Mittel habt ihr hier die gelbe Linie. Und ihr könnt da jetzt nicht so wirklich einen Trend erkennen oder ihr seht jetzt nicht, dass da es irgendwie wärmer wird. Das ist eigentlich relativ gerade. Und vielleicht macht ihr es auch noch in den nächsten 30 Jahren und auch da habt ihr wieder so eine wackelige Linie und einen Mittelwert. Ja, da habt ihr wieder das Klima. Und wenn man sich jetzt das Gesamtbild anguckt, auch wenn man so zwischen diesen Schwankungen nicht wirklich einen Trend erkennen kann, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher, sieht man doch eine Änderung. Und das ist der Klimawandel. Gut, das war's physikalisch. Jetzt möchte ich kurz mal sagen, was die Wissenschaft heute weiß über den Klimawandel. Und das sind vor allem zwei Dinge. Es gibt ihn. Die Erde erwärmt sich und sie verändert sich, die Atmosphäre. Und der Mensch ist dafür verantwortlich. Und das hat zwei wichtige Implikationen. Nämlich, wenn die Erde sich erwärmt, dann wird dieser Planet für uns Menschen lebensunfreundlich. Ja? Meeresspiegel steigt, weniger Lebensraum, weniger Wasser, mehr Wüsten. Das ist nicht so schön für uns. Ja, und die zweite Implikation, das zweite, was sich daraus ergibt, ist, die Menschen müssen handeln, um diesen Vorgang zu stoppen. Und das können wir jetzt mal ein bisschen personalisieren, weil die Wissenschaft weiß das, aber ihr wisst das auch. Also wir sind schuld am Klimawandel. Die Erde wird unfreundlich für uns und wir müssen etwas tun. Und das heute. Naja, nee, vorgestern eigentlich. Wir hätten vorgestern schon damit anfangen müssen, haben wir aber leider nicht. Ja, und dann kann man sich getrost diese Frage stellen. Warum? Warum haben die Erwachsenen bisher eigentlich so wenig gemacht? Und ich möchte vier Gründe nennen. Das finde ich sind die vier Hauptgründe, warum bisher so wenig passiert ist. Und der erste Grund ist, der Klimawandel ist ein globales Problem. Ja, also die Atmosphäre, da haben wir nur eine von. Ja, da muss man mit der ganzen Menschheit zusammenarbeiten. Aber was die Menschheit in Wirklichkeit macht, ist das. Wir haben Grenzen, wir haben Nationen, wir führen Kriege, wir reden nicht miteinander. Wie soll man da ein globales Problem lösen? Das geht nicht. So, das ist ein großes Problem an der Sache. Der zweite Faktor ist der Mensch. Ich fliege gerne in den Urlaub und ich mag mein Smartphone. Aber ich müsste das Verhalten eigentlich ändern, um den Klimawandel zu stoppen. Mein persönliches Verhalten müsste ich ändern und wir Menschen sind echt bequem. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, morgen hören wir ja was dazu, wie sich hier etwas schon getan hat bei Jugendhakt zum Thema Nachhaltigkeit. Und vielleicht möchtet ihr auch demnächst mal euer Verhalten verändern. Der dritte Punkt, warum nichts passiert ist, sind Lügen. Ja? Es ist ja viel einfacher, einfach zu sagen, nee, den Klimawandel gibt's nicht. Dann muss man ja weder sein Verhalten verändern, noch muss man mit anderen Ländern darüber reden, wie man den Klimawandel aufhalten kann. Aber ich möchte heute nicht zu sehr über Lügen reden, sondern ich möchte über den vierten Grund reden, warum bisher so wenig passiert ist. Und das ist so ein bisschen die Wissenschaft auch selber. Ja? Die Wissenschaft hat nämlich zwei Charaktereigenschaften, die so ein bisschen schwierig sind. Die Wissenschaft ist nämlich selbstkritisch, ja? Und sie ist kompliziert. Und diese zwei Faktoren tragen auch ihren Beitrag dazu bei, dass es so bisher so wenig passiert ist. Also gucken wir uns diese zwei Sachen mal an. Ja? Reden wir mal darüber, dass Wissenschaft selbstkritisch ist. Was heißt das überhaupt, selbstkritisch sein? Also in der Natur der Wissenschaft liegt es, egal welche Ergebnisse man bekommt, egal welche Erkenntnis man hat, man stellt die immer wieder in Frage. Ja, wir finden raus, das Klima verändert sich, dann fragt sich der Wissenschaftler, ah, wirklich? Habe ich vielleicht irgendwas vergessen? Vielleicht denke ich mal noch an die Sonne, vielleicht denke ich mal noch an die Ozeane, vielleicht denke ich noch an das andere. Wir stellen uns immer wieder selbst in Frage. Und
was wir so im menschlichen Alltag so tun, ist eigentlich, wenn wir jemanden treffen, der sich selbst immer so in Frage stellt, dann denken wir, ha, weiß der wirklich, wovon er redet oder sie? Dabei ist eigentlich eine Aussage von einem Menschen, der oder die sich ständig selbst hinterfragt, ja eigentlich viel mehr wert, weil die hat ja schon alle Möglichkeiten selbst schon mal abgecheckt, vielleicht doch falsch zu liegen. Ja, aber es ist natürlich ein Problem der Wissenschaft, weil sie sich immer selbst wieder hinterfragt. Aber es ist wichtig, das zu tun. Ja, und ich möchte dazu ein ganz kurzes Zitat bringen. Ja, das heißt ganz oft, die Wissenschaft ist sich noch uneins. Ja, und das stimmt. Also in der Tat gibt es rund ums Klima noch eine ganze Reihe offener Fragen. Also nicht umsonst arbeiten so viele Meteorologinnen noch am Klimawandel, ja, und stellen Fragen. Aber der Fakt ist wirklich, über die grundlegenden Punkte sind wir uns längst einig. Ja, also wir sind uns einig, das heißt mal in Klartext übersetzt, die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse und Studien sagen, den Klimawandel gibt es und der Mensch ist dran schuld. Und an diesem meisten, da hängen sich die Lügner gerne dran auf. Ja? Aber ich sage es euch mal so, Wissenschaft ist keine Abstimmung, ist keine Demokratie, da heben nicht alle die Hand und sagen, ja, ich bin dafür oder dagegen. Dem Klimawandel ist es wirklich völlig egal, ob ihr an den glaubt oder nicht. Ja, es ist Naturwissenschaft. Gut, soweit dazu. Ihr könnt euch schon vorstellen, dass das dann ein bisschen schwierig ist mit der Wissenschaft und der Kommunikation. Ja, wie bringt man denn jetzt so einen Politiker rüber, wie Wissenschaftlerinnen denken und kommunizieren? Und deswegen passiert es oft, dass die Wissenschaft so zwischen Politik und Wirtschaft und Gesellschaft wie so zum Spielball wird, zermahlen wird an ihren Aussagen und an ihrer Selbstkritik, die sie hat. Ja, und dann kommt dann so ein Christian Lindner und sagt sowas wie, Klimaschutz ist was für Profis und nicht für Kids auf der Straße, also nicht für Fridays for Future. Und dann sage ich so, ach echt, die Profis reden seit dem Ende der 80ern vom Klimawandel und sagen, wir müssen was tun, auf die hört er auch nicht. Und ich glaube, wenn jemand noch so frustriert darüber ist, dass nichts in diesem Klimawandel dagegen getan wird, dann sind das die WissenschaftlerInnen. Ja, also nicht nur die Kids von Fridays for Future, sondern die sind genauso frustriert. Wir machen das nämlich schon seit Jahrzehnten. Okay, das ist so der Teil mit der Selbstkritik. Ja, die Wissenschaft, die sich immer wieder hinterfragt. Der zweite Punkt ist, ja, Wissenschaft ist kompliziert. Auf den ersten Blick. Eigentlich macht sie total viel Spaß, aber auf den ersten Blick sieht sie kompliziert aus. Ich habe hier oben geschrieben, was wäre, wenn 1 kleiner 0 ist. Das ist jetzt relativ einfach. Vielleicht wäre es klüger, sowas zu schreiben. Was, wenn e hoch i pi ungleich minus i ins Quadrat ist? Was wäre dann? Ja, sieht erstmal kompliziert aus. Und warum ist jetzt die Meteorologie so kompliziert? Also die Wettervorhersage, die Klimavorhersage, warum ist das kompliziert? Naja, die Meteorologie wird auch gerne Atmosphärenphysik genannt. Da klingt es schon durch. Das ist ein Spezialgebiet der Physik. Da geht es viel um Formeln. Da geht es viel um Mathematik und um Naturgesetze. Das sieht für alle Menschen erstmal kompliziert aus, bis man sich damit befasst. Ja, und dann gibt es so Methoden, die wir benutzen in der Meteorologie. Das sind zum einen Messungen und zum anderen Simulationen. Und das klingt so super abstrakt. Und die sind auch nicht einfach. Aber ich möchte euch jetzt mal erklären, wie man mit Messungen und Simulationen von heute nach morgen, übermorgen oder in 100 Jahre gucken kann. Und zwar anhand der Wettervorhersage. Wetter, nicht Klima. Also wir möchten jetzt mal rausfinden, wie das Wetter in 10 Tagen in Köln ist. Und dann sage ich jetzt mal physikalisch, Wettervorhersage ist ein Anfangswertproblem. Versteht ihr sofort, oder? Nein? Okay. Ein bisschen anders. Ein Anfangswertproblem ist, wenn ihr einen Anfangszustand habt, dann Physik reinsteckt und dann könnt ihr eine Vorhersage machen. Oder noch anschaulicher, ich nehme jetzt mal den Apfel hier und halte den hier hin. Dann ist der Anfangszustand des Apfels ungefähr 1,50 Meter über dem Boden. Jetzt kenne ich die Physik Erdanziehung. Und mit der Kenntnis, dass es die Gravitation gibt und dass ich den Apfel in dieser Höhe halte, kann ich ausrechnen, wie lang es dauert, bis der Apfel auf den Boden fällt, wenn ich den loslasse. Ich muss ihn gar nicht loslassen, ich kann das ausrechnen. Das ist eine Vorhersage. Ja? Ich muss nicht
den Apfel fallen lassen und die Zeit messen. Nein, ich kann das simulieren, weil ich kenne das Gesetz der Gravitation. Das ist eine Vorhersage. Gut, eine sehr einfache, aber so passiert es. Und eine Simulation bedeutet also nichts anderes, dass wir Naturgesetze nehmen und die in Code gießen, in Quellcode, Programmcode. Gut, beim Apfel könnt ihr das jetzt noch mit Taschenrechner machen, aber es wird ja komplizierter. Das wird also in Code gegossen und dann könnt ihr die Veränderung des Anfangszustands, ich lasse den Apfel los, er fällt, nach 0,1 Sekunde ist er hier, nach 0,2 Sekunden ist er da, über die Zeit beschreiben. Das ist eine Simulation. Und bei der Wettervorhersage sieht das so aus, jetzt wird es wieder komplizierter. Ihr habt Messungen, ganz viele verschiedene, die geben euch den Anfangszustand der Atmosphäre. Ja, wo ist es wie warm? Wo weht Wind? Dann werft ihr diesen Anfangszustand in ein Modell, dann macht ihr Simulationen und bekommt den zukünftigen Zustand der Atmosphäre. Soweit so simpel und daraus könnt ihr eine Vorhersage machen. Und an all diesen drei Stellen steckt Code. Ja, da sitzen Programmiererinnen und Programmierer und schreiben Code. Gucken wir mal kurz auf Messungen. Messungen, Meteorologen, wir lieben Messungen. Wirklich. Also wir messen alles Mögliche. Wir messen am Boden die Temperatur, den Wind, die Windrichtung, die Luftfeuchtigkeit. Wir messen auf Bergen, sehr hohen Bergen. Wir lassen Wetterballons steigen, um die Atmosphäre auch weiter oben zu kennen. Das sind übrigens die Dinger, die immer für UFOs gehalten werden. Wetterballon. Dann haben wir Wetterradare, die uns sagen, wo Wolken sind oder wo es regnet. Wir haben Flugzeuge, wir haben sogar Zeppeline. Ziemlich geil, Zeppeline, da kann man dann in der oberen Atmosphäre ziemlich lang hin und her fahren. Und wir haben Satelliten, jede Menge Satelliten. Ganzes System aus Satelliten. Das heißt, wir haben unfassbar viele Messgeräte, die aus allen möglichen Richtungen auf die Erde gucken. Und so ein richtiges globales Beobachtungssystem. Wir haben sogar Schiffe. Und all diese Daten von diesen Messgeräten, die in irgendeiner Form vorliegen, das sind chaotische Daten hoch 10, landen an einer Stelle und da sitzt dann jemand und muss die sich irgendwie angucken. Also in Wirklichkeit macht das natürlich ein Computer, in Wirklichkeit macht das Software, das macht Programmcode. Zum Beispiel, wenn ihr Satellitendaten euch unterladet und anschaut, dann gibt es Open-Source-Programme wie PyTroll, super Name für ein Programm, oder? PyTroll, ist mega. Genau, könntet ihr euch runterladen, ist ein Open-Source-Programm, damit könnt ihr Satellitendaten nehmen und sie euch angucken. Also dann könnt ihr wirklich was sehen, nicht nur Zahlen. Ja, und jetzt haben wir aber das Problem, dass jedes Messgerät, das sowas wie Temperatur einfach misst, eine Größe misst, macht das auf die ganz eigene Art. Also ein Thermometer kann Temperatur messen, ne, so im Garten, die ihr kennt, aber ein Satellit, der misst Strahlung und Strahlung kann man mit Naturgesetzen umrechnen zu Temperatur. Das heißt, wir haben mehrere Messgeräte, die Temperatur auf unterschiedliche Arten messen und die müsst ihr jetzt irgendwie zusammenbringen. Auch das macht man mit Programmcode. Dann haben wir auch noch das Problem, dass die Messungen echt nicht gleichmäßig auf der Erde verteilt sind. Wir haben ganz viele Bodenmessungen auf den Kontinenten. Im Meer? Eher nicht so. Das heißt, wir müssen auch mit Programmcode, mit Mathematik uns überlegen, wie wir diese Lücken füllen. Ja, wie füllen wir da die Lücken? Oder weiter oben in der Atmosphäre, wie füllen wir da die Lücken? Weil was ihr braucht, ist den Anfangszustand der gesamten Atmosphäre. Von oben bis unten und überall über Meer, über den Polkappen, überall müsst ihr wissen, wie es jetzt ist, um sagen zu können, wie es in der Zukunft sein wird. Aber wenn ihr das geschafft habt, mit ganz viel Code, das ist wirklich toll. Also was die da machen, ist Wahnsinn. Diese ganzen Daten zusammenbringen, ist wirklich fast Magie, aber eigentlich ist es Wissenschaft. Ja, dann werft ihr diese Daten in so ein Vorhersagemodell. Und was ist jetzt ein Vorhersagemodell? Das hatten wir ja eben, ne? Simulation mit dem Apfel. Da müsst ihr so ein physikalisches Gesetz wie Schwerkraft kennen. Das ist einfach. Schwieriger wird es zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, wir haben so einen Wasserkocher, da ist Wasser drin, da kocht jetzt Wasser. Und jetzt müsst ihr vorhersagen, wann hier eine Blase entsteht, wie groß die ist, wie schnell die aufsteigt und wann die platzt. Das ist chaotisch und schwierig. Ja. Dafür müsst ihr ganz viele Dinge wissen. Ja, Wärmezufuhr, wie verhalten sich Flüssigkeiten, wie verhalten sich Gase in Flüssigkeiten, Luftblase, ne?
die Dynamik, also da wird es wirklich kompliziert. Das ist mega kompliziert. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man das vorhersagen will. Das ist wirklich kompliziert. Allein die Erdrotation, die Erde dreht sich. Das System dreht sich die ganze Zeit. Das ist schwierig, ja. Wir haben Tagesverlauf, es wird mal wärmer, mal kälter, je nachdem, ob wir gerade auf der anderen Seite der Sonne zugewandt sind. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr komplex. Aber nichtsdestotrotz geht das. Ihr könnt all diese Naturgesetze in euer Programm reinwerfen. Ihr könnt da Wolken reinwerfen, ihr könnt gucken, ah, hier sind Berge, da wird die Luft nach oben abgelenkt, wenn sie drüber fließt. Wir haben Meere, die uns Feuchtigkeit geben. All das könnt ihr tatsächlich in einem Modell beschreiben. Und all diese einzelnen Komponenten sind mit Quellcode beschrieben. Das sind einzelne Module in Wettervorhersagemodellen. Es gibt für all das jeweils ein Modul. Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit von den Ozeanen. Ja, und dann nehmt ihr dieses riesige Programm und lasst es auf dem Großrechner laufen. Auf dem eigenen PC dauert es ein bisschen länger. Genau, also es ist sehr sinnvoll, einen Großrechner zu haben oder jemanden, der jemanden kennt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch überlegen, mit welchem Modell ihr das denn eigentlich gemacht habt, denn es gibt verschiedene Vorhersagemodelle, Wettermodelle. Ist ja auch klar. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Schule alle in der Klasse dasselbe programmiert habt und kein Code sah aus wie der andere. Also jeder schreibt ja sein Programm noch ein bisschen anders. So ist das auch. Es gibt viele verschiedene Wettervorhersagemodelle. Dann kann man sich, die Wissenschaft ist selbstkritisch, nämlich immer vergleichen, ob man auch wirklich das Richtige gemacht hat und was machen denn die anderen. Es gibt ein europäisches Modell, das ist ein Globalmodell, also es rechnet die gesamte Erde. Es gibt auch eins vom Deutschen Wetterdienst. Ja, und dann gibt es Regionalmodelle, die machen nicht den gesamten Erdball, sondern nur so Europa oder Deutschland. Ja, das hier, WRF, ist ein Open-Source-Modell, das könnt ihr euch runterladen und damit rumspielen, ist auf GitHub. Da gibt es auch die Anfangsdaten, die kann man sich auch kostenfrei runterladen. Ja, und dann habt ihr ganz viele Daten und diese Daten könnt ihr wieder mit Code bearbeiten, um sie euch anzusehen. Ja, gibt es verschiedene Software-Tools, mit denen man sich Vorhersagedaten angucken kann. Ja, und dann bekommt ihr sowas. Das ist der zukünftige Zustand der Atmosphäre. Damit könnt ihr jetzt, glaube ich, auch noch nicht so wirklich was anfangen. Bunt. Also das Bild zum Beispiel sagt mir, wenn ich jetzt hier draußen mein Auto laufen lasse und Ruß in die Luft puste, dann ist da diese Luft, mit dieser dreckigen Luft, in 2 Tagen in Skandinavien. Das kann ich aus diesem Bild lesen. Ist auch ein Open-Source-Tool, könnt ihr auch benutzen und solche Sachen rechnen. Aber was wir ja eigentlich wollen, ist eine Vorhersage. Eine Vorhersage ist ein bisschen verständlicher als das, was ich euch gerade gezeigt habe. Vorhersagen sind nämlich das. Ja, dass da jemand steht und sagt, also hier kommt Wind von Nordost und dann kommt das Tiefdruckgebiet. Das ist das, was wir alle denken, was Meteorologen machen. Aber auch das wird mit Code oder Programmcode gemacht. Ne? Also sich diese Daten anzusehen und dann zu überlegen, wie stelle ich das grafisch dar? Oder meine häufigste Nutzung ist einfach in der App. Ja, das sind Vorhersagen. So funktionieren Wettervorhersagen. Und jetzt habe ich eine Frage, die mir dann quasi immer stellt, wenn ich das so erkläre. Also wenn die Vorhersage für in Köln in 10 Tagen so schlecht ist, die stimmt ja eigentlich fast nie, wieso stimmt dann die Vorhersage für 2050? Gute Frage, sehr gute Frage. Ja, das gibt so einen bestimmten Grund, warum das funktioniert und die Wettervorhersage so kompliziert ist. Wettervorhersage, das hatte ich euch ja gesagt, ist so ein bisschen wie, wir sagen hier eine Blase. Also wo kommt da wann welche Blase, mit welcher anderen Blase kommt es zusammen und wann steigt die Blase auf und platzt. Das ist mega kompliziert. Klimavorhersage hingegen ist mehr so, als würdet ihr dieses Wasser in den Wasserkocher stellen und den Wasserkocher anstellen und euch fragen, wann fängt es an zu kochen. Ist mir nicht wichtig, wann da wo welche Blase aufsteigt, sondern die Frage ist einfach, wann fängt es an zu kochen? Und das kann man ziemlich gut ausrechnen, sehr präzise. Gut, vielleicht nicht im Kopf in der Küche, aber man kann das ausrechnen. Und das ist der Unterschied zwischen einer Wetter- und einer Klimavorhersage. Oder um es physikalisch zu sagen, aus dem Anfangswertproblem Wettervorhersage wird das Randwertproblem Klimavorhersage. Randwert deshalb, weil uns jetzt nicht mehr interessiert, ob da schon irgendwo irgendwann eine Blase ist, sondern weil uns viel wichtiger ist, wie warm ist eigentlich der Wasserkocher?
weil davon hängt es ab, wie schnell das Wasser kocht. Gut, also Wettervorhersage, Anfangswertproblem, Anfangswertphysik, Vorhersage, Klimavorhersage, Anfangswert, Physik, Randzustand und dann kommt die Vorhersage raus. Ja? Oder um wieder zu dem Bild zu kommen, das ist die Wettervorhersage, das ist die Klimavorhersage. Das heißt, hier gehen noch weitere Messungen und Simulationen ein in den Randzustand der Atmosphäre, die wir dann in das Modell reinstecken. So, was sind denn das für Messungen und Simulationen? Die kennen wir ja noch nicht, den Rest haben wir schon gesehen. Das sind zum Beispiel solche Sachen. Erdachsen. Die ändert sich jetzt nicht total schnell für die nächsten 10 Tage Vorhersage, aber über 50 oder 100 Jahre kann sich da was tun. Genauso wie der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Da könnte sich über 100 Jahre was tun. Das ist für die Wettervorhersage nicht relevant, aber für die Klimavorhersage schon. Genauso wie der Sonnenzyklus. Und dann gibt es verschiedene Komponenten im Klimasystem. Die Atmosphäre, die Hydrosphäre, die Kryosphäre, die Lithosphäre und die Biosphäre. Und die Sachen hängen alle voneinander ab. Das ist richtig kompliziert. Könnt ihr euch in etwa so vorstellen, also sagen wir mal, wir hauen da jetzt CO2-Treibhausgase rein, wie wir es tun, ne? Dann erwärmt sich die Atmosphäre, das hat Auswirkungen auf die Kryosphäre, das Eis schmilzt. Das heißt, in der Hydrosphäre, wir haben mehr Ozeane. Wenn wir mehr Ozeane haben, ist die Landoberfläche ja eine andere. Das heißt, wir haben auch eine ganz andere Biosphäre, weil da sind ja weniger Bäume, die das CO2 wiederum aufnehmen könnten. Aber dann haben wir ja mehr rein und haben aber weniger Bäume. So, ihr seht, das hängt alles zusammen. Und an diesen Sachen, an diesen Zuständen, diesen Randwerten, kann man jetzt versuchen zu berechnen, wie das Klima in Zukunft sein wird. Zum Beispiel können wir hier für den CO2-Ausstoß verschiedene Szenarien annehmen. Ein Szenario, wir sagen, wir hören heute auf mit dem CO2. Wie wird das Klima dann? Oder ein Szenario, wo wir sagen, wow, jetzt legen wir erstmal richtig los. CO2 noch mehr, was passiert denn dann? Na, man stellt so an einer Schraube und guckt, wie verändert sich das System. Und das ist der Randzustand der Atmosphäre bei einer Klimavorhersage. Ja. Okay, ja, dann habt ihr diesen Randzustand. Ja, ihr habt gesagt, ja, da ist jetzt viel mehr CO2 als vorher. Dann werft ihr das in ein Vorhersagemodell, in ein Klimamodell. Und die sind jetzt noch komplizierter als Wettervorhersagemodelle, weil wir haben ja verschiedene Komponenten. Ne? Ihr habt ein Modell für die Atmosphäre, eins fürs Land, eins für den Ozean, fürs Meereis, für die Sedimente und die interagieren auch noch alle miteinander. Deswegen brauchen die noch größere Rechner und noch viel mehr Zeit zum Rechnen. Und auch hier gibt es natürlich wieder mehr als ein Klimamodell. Es gibt nicht ein Klimamodell, es gibt ganz, ganz viele. Wissenschaftler hinterfragen immer sich selbst. Und dann vergleichen wir diese Klimamodelle miteinander, um zu gucken, ob die alle dasselbe sagen oder ob die Unterschiede haben, ob die zum selben Ergebnis kommen. Das heißt, hier ist die Wissenschaft wieder selbstkritisch, was gut ist, und überprüft sich selbst. Ja, gut. Dann gucken wir uns mal an, was so eine Vorhersage, wie sieht so eine Vorhersage aus fürs Klima? Eine Klimavorhersage sieht anders aus als eine Wettervorhersage. Ihr erinnert euch ja vorhin an die Kurve mit eurer Temperaturmessung, die ihr im Garten gemacht habt. Und so sieht auch eine Klimavorhersage aus. Also hier so in Schwarz, das sind Messungen. Das sind tatsächlich gemessene Temperaturänderungen und Schwankungen. Die sieht man hier so von 1850 bis 2005. Und dann seht ihr Simulationen, verschiedene. Und die sind verschieden, weil es diese verschiedenen CO2-Szenarien sind. Das Grüne hier, das ist ein Szenario, wir sagen, wir hören das jetzt mal auf mit dem CO2. Ja, wir lassen das jetzt mal, wir fahren es vielleicht sogar ein bisschen runter. Und dann bleiben wir bei der Erderwärmung unter 2 Grad. Das ist das eigentliche Ziel. Ja, das gelbe Szenario ist schon, naja, wir machen weiter wie bisher oder ein bisschen mehr. Und das rote Szenario ist, wir steigern uns noch, so wie wir es gerade tun. Und dann könnt ihr sehen, wo wir im Jahr 2100 angekommen sind, bei 4 Grad zu warm. Das weiß die Klimaforschung. Das heißt, was hier passiert bei Fridays for Future, ist absolut legitim. Lasst euch nichts anderes einreden. Das ist absolut legitim. Wir haben ein Problem. Wir haben eine Klimakatastrophe. Ja, und ihr seid nicht alleine, WissenschaftlerInnen sind auf eurer Seite.
Ja, es gibt Scientists for Future, die ganz klar sagen, die Bedenken, die die Kids von Fridays for Future haben, die sind absolut berechtigt. Die Forschung sagt, die haben recht. Und ich hoffe, dass wir jetzt etwas bewirken können. Ja, dass wir etwas verändern können an unserer Zukunft und dass wir diese Klimakrise endlich stoppen. Gemeinsam. Und was ich auch hoffe, ist, dass ihr vielleicht heute jetzt nicht ein Klimamodell laufen lasst. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert und einen Großrechner haben wir auch leider nicht da. Der war zu schwierig zu organisieren. Aber vielleicht könnt ihr es schaffen, mit Code die Zukunft irgendwie ein bisschen besser zu machen. Vielen Dank. Diesen Einblick. Gibt es noch Fragen von euch? Du meintest ja eben, die Klimavorhersagen seien leichter. Wenn man jetzt anschaut, du hast ja noch Randparameter, die noch damit reinkommen, das wirkt jetzt ja auf den ersten Blick so, als sei es komplizierter als die einfachen Wettervorhersagen, wo man einfach nur einen Anzug konstruiert hat und nicht noch komischen anderen Modelle mit den verschiedenen Atmosphären, die man mit betrachtet. Also es wäre komplizierter, wenn wir darüber reden, wie das Wetter am 28. Februar 2058 ist. Dann wäre es komplizierter. Aber wenn wir darüber reden, wie das Wetter im Mittel ist, das Klima also, dann ist es tatsächlich einfacher. Ja. Du wolltest was sagen. Hier haben wir noch eine. Wie wird das Wetter morgen? Ah! Wo? Ich bin in der Zentralbibliothek, weil ich mittlerweile als Bibliothekarin arbeite. Wir machen auch coole Sachen. Ja? Sehr viel programmieren. Danke. Okay. Was passiert denn, wenn wir die 2 Grad nicht einhalten und übersteigen? Ziemlich viel. Ich hatte euch, na jetzt reagiert es nicht mehr, gezeigt, dass da so viele Komponenten miteinander interagieren. Und es gibt so ein Point of No Return. Ja, und 2 Grad sind so in etwa dieser Punkt. Das heißt, wenn wir da drüber gehen, dann schmilzt eben das Eis. Und wenn das Eis schmilzt, dann werden Treibhausgase freigesetzt, weil da ist Methan im Eis. Das erwärmt wiederum die Atmosphäre, was wieder darum führt, dass wir mehr Eis schmelzen haben und die Erdoberfläche sich verändert. Das heißt, es wird immer schlimmer und wir können nichts mehr machen. Das sind jetzt vielleicht noch mal eine Frage. Ich habe noch irgendwie so aus dem Unterricht im Kopf, dass es auch durchaus mal Zeiten gab, in denen es kein Eis auf den Polkappen gab. Von daher, was ist denn da jetzt so das schlimme Szenario, wenn es das eigentlich schon mal historisch gesehen gab vom Planeten her? Der Planet hält viel aus. Der Mensch jetzt, naja. ja, also das mag es schon mal gegeben haben, ne? Also es gab es alles schon, aber es ist natürlich so, dass das CO2, das wir da jetzt reinpusten, das Ganze einfach viel, 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 viel schlimmer macht. Ja, und es ist einfach illusorisch zu denken, dass wir hier so viel Dreck und produzieren in die Luft, pusten CO2, dass wir Plastik in die Ozeane werfen und dass es dem Planeten dabei gut geht. Also das, ja, braucht man sich nicht vorzumachen. Ja, ich habe eine Frage noch zum Nordpol. Es wird immer gesagt, dass der Nordpol schmilzt. Was ist eigentlich mit dem Südpol? Weil ich habe immer bei der NASA gelesen, dass der gar nicht mehr so krass am Schmelzen ist. Ja, also die Antarktis ist ja ein Kontinent. Also am Nordpol, da haben wir wirklich nur Eis, das schwimmt auf dem Wasser. Der Südpol ist ein Kontinent, also wirklich Kontinent, Landoberfläche, wo das Eis drauf ist. Und da ist einfach der Wärmeaustausch zwischen Oberfläche und Eis ein ganz anderer als zwischen Meerwasser und Eis. Aber auch da schmilzt Eis. Was genau ist die Ursache für die Zunahme an Katastrophen? Für die Zunahme an Katastrophen. Also, naja, wenn die Atmosphäre sich erwärmt, dann ist da mehr Energie in der Atmosphäre. Und mehr Energie bedeutet, irgendwo muss sie hin.
Und die entlädt sich und sie tut das eben auch durch tropische Stürme und durch heftigere Gewitter, durch Hochwasser. Also es ist einfach eine sehr, sehr aufgeladene Atmosphäre, also Energie, die irgendwo hin muss. Dann noch einmal vielen Dank. Und,